99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu meiner Freitagsausgabe, egal wann ihr es hört, von meinem Podcast. Ich habe mir letztens mal Gedanken darüber gemacht, woran man eigentlich Erwachen merkt oder was das eigentlich ist, weil das ja gerade so in der spirituellen Community ein geflügelter Begriff ist, Erwachen, Aufwachen und so weiter. Und was heißt das eigentlich? Und auf nicht-spirituelle Community auch bezogen, was heißt Reife? Also woran erkenne ich eine Persönlichkeitsreife, eine Reife meines Wesens? Und mit dem Thema möchte ich mich heute gerne beschäftigen. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert. Es gibt ja diesen ganz, ganz großen Bereich von Persönlichkeitsentwicklung, von Weiterentwicklung im jeglicher Hinsicht. Und ich habe mich mal gefragt, was ist das eigentlich? Oder woran erkenne ich das? Oder woran könnt ihr es erkennen, ob ihr in die richtige Richtung geht? Es gibt ja kein Ziel, es gibt ja nicht irgendwann eine Ziellinie und dann kriegen wir irgendwie ein Badge oder irgendeine Urkunde für jetzt ist die Ziellinie überschritten, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich eine reife Persönlichkeit oder erwacht. Das gibt es nicht in meiner Welt, in meiner Erfahrung. Aber es gibt schon Punkte, an denen wir ein bisschen schauen können, wo wir sind. Eigentlich eher im Hinsicht darauf, dass ihr stolz auf das sein könnt, was ihr schon erreicht habt. Weil ich weiß, dass das manchmal dieses Gefühl ist, nirgendwo hingekommen und es gibt ja diese zwei vor, eins zurück oder manchmal zwei vor und drei zurück vom Gefühl her. Das sind nicht lineare, also innere Entwicklung ist nie linear, sondern sehr sprunghaft. Und dass es immer wieder Phasen gibt bei mir auch, wo ich wirklich das Gefühl habe, nichts hat sich verändert, ich bin genau an der gleichen Stelle. Im Gegenteil, ist vielleicht sogar schlechter geworden. Und all die Arbeit, ich arbeite seit 35 Jahren an mir und nichts hat sich verändert, es hat überhaupt nichts gebracht. Diese Phasen werdet ihr wahrscheinlich auch ab und zu mal haben, die sind auch ziemlich normal. Und dann hilft mir tatsächlich, mir mal klarzumachen, woran erkenne ich denn eine innere Entwicklung, eine Weiterentwicklung, eine innere Reife oder eben Erwachen, wenn wir es in diesem eher spirituellen Begriff fassen möchten. Deswegen heute hier, welche Anzeichen gibt es oder welche Zeichen gibt es dafür, dass ihr euch weiterentwickelt habt? Und zwar genau in die richtige Richtung, also in eine Richtung zu mehr Entfaltung. Das ist für mich richtig. Also mehr ihr, freier, leichter, unbeschwerter, größer, leuchtender, erfüllter. Das ist so die Richtung. Weniger altlasten, mehr rückerinnern an diejenige, die ihr wirklich seid, denjenigen, der ihr wirklich seid. Also an euer Selbst. Ich glaube, ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass wir alle irgendwann mal verstanden haben, dass unsere Vergangenheit uns doch ziemlich prägt. Also vergangene Erfahrungen sich einfach irgendwie abspeichern, eingraben und sehr unser zukünftiges Verhalten, Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Ich glaube, dass das für uns ziemlich banal klingt, wenn man sich schon lange damit beschäftigt und auch mit Psychotherapie vielleicht da Erfahrung gemacht hat oder mit innerer Arbeit ganz generell, ist das Selbstverständlichste von der Welt, dass wir einfach immer gucken, wo kommt es denn her. Aber ich glaube so, wenn wir auf der Straße fragen würden, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen so diesen direkten Zusammenhang hätten. Denn irgendwie haben wir eine Fehlwahrnehmung von unserem Geist, das muss man sagen, also unser Verstand, unser Geist nimmt das tatsächlich falsch war oder verzerrt war, wir haben doch das Gefühl, parallel, dass wir alles ändern können, wenn wir es wollen. Wir haben doch dieses Gefühl, wir haben einen freien Willen und wir haben das Gefühl, wenn ich was wirklich will, dann mache ich es auch. Ich denke aber, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, ein paar Mal und ehrlich zu euch selber seid, dann habt ihr wahrscheinlich festgestellt, nee, irgendwie so einfach ist das nicht. Manchmal ja, manchmal geht es, aber manchmal auch nicht oder oft auch nicht. Und die Frage ist ja, warum? Ich will es wirklich und ich kann es nicht umsetzen, es geht nicht. Klassisches Beispiel dafür sind gute Neujahrsvorsätze. Ja, dass wir uns vorgenommen haben, mehr Sport zu machen, nehmen wir mal so ein relativ verbreitetes und eigentlich auch klar, einfach umzusetzendes Beispiel. Also einfach mehr Sport machen. Und in der ersten Woche geht es vielleicht noch, in der zweiten wird es dann vielleicht schon ein bisschen weniger und dann ist das Wetter schlecht und ihr seid vielleicht mal erkältet oder es passt irgendwie nicht so.
Und wenn wir dann nach 3 Monaten zurückschauen, stellen wir fest, es hat sich, wir haben es nicht, wir konnten es nicht umsetzen. Und da gibt es 2 Möglichkeiten drauf oder 3 drauf zu reagieren. Also einmal die Möglichkeit zu sagen, ach, ich wollte es wahrscheinlich gar nicht so richtig und das ist ja eh ein blödes Ziel. Zweite ist, mit mir stimmt was nicht, ich bin zu willensschwach oder was auch immer. Und die dritte, die in Richtung mehr Reife geht, ist zu sagen, ah, okay, ich habe offensichtlich Einwände dagegen. Das nennt sich im EFT PUs, also psychologische Umkehr oder Umkehrung. Und ich finde das eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir Einwände gegen Veränderungen für vieles haben. Also wir haben so ein Ja, aber dann passiert, wenn das und das, wenn ich das umsetze, dann passiert irgendwas. Heute geht es nicht um diese PUs, die sind sehr spannend und wahrscheinlich mache ich auch demnächst nochmal einen Podcast speziell zu PUs und den Funktionen von PUs. Aber heute geht es einfach darum zu sagen, okay, das ist tatsächlich ein Zeichen von einer Reife, dass wir diese PUs erkennen oder dass wir erkennen, dass Vergangenheit uns sehr prägt. Das ist kein endgültiges Urteil, aber es ist einfach eine Erkenntnis zu sagen, es ist nicht der Wille alleine, sondern je nachdem, wie viele Neins ich da im Hintergrund habe oder Einwände gegen eine Veränderung, gegen dieses Ziel, wird es entweder leichter umzusetzen sein oder ganz schwer bis gar nicht oder unmöglich. Also ich glaube, das ist ein Zeichen zu sehen, festzustellen, okay, ja, die Art, wie ich aufgewachsen bin oder auch das, was ich von der Familie so übertragen bekommen habe, manchmal auch genetisch, aber eben auch so von dem, was um mich rum war, das hat mich sehr geprägt. Also die ersten 10 Lebensjahre sind wirklich sehr prägend. Das heißt nicht, dass wir es nicht ändern können. Nur dafür müssen wir erstmal erkennen, dass es uns ziemlich geprägt hat und immer noch sehr prägt und dass der Wille alleine vielleicht 2%, dass der 2% ausmacht. Und 95% sind eben dieser Autopilot, dieser Programmbereich, wo eben Gutes wie Schlechtes, was wir halt gelernt haben, oder also Nützliches oder Schädliches oder Nicht-Nützliches, wo das eben abgespeichert ist. Also ich glaube, das ist ein Punkt für Reife, zu sagen, ja, ich weiß, dass Vergangenheit eine ziemliche Auswirkung hat auf meine Gegenwart und dann auch auf die Zukunft, wenn ich nichts verändere, wenn ich das einfach so weiterlaufen lasse. Das Zweite, das hat auch damit zu tun, ist eine andere Reaktion auf Dinge in unserem Leben, die uns passieren. Ich glaube, dass wir alle mal an dem Punkt waren, dass wir das Gefühl haben, das Leben ist feindlich uns gegenüber oder wir sind wirklich Opfer. Da passieren Sachen, wir können nichts dagegen machen und es passiert uns immer wieder. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass das Leben wirklich auf uns abgesehen hat. Dass uns immer wieder blöde Sachen passieren, Steine in den Weg gelegt werden, immer wieder die gleichen Situationen kommen, wir immer wieder in die gleichen Sachen reingeraten. Und auch da gibt es eine reife Reaktion drauf oder eine Erkenntnis, die eben ein Zeichen dafür ist, dass wir uns weiterentwickeln innerlich. Sonst die übliche Reaktion oder die vorige Reaktion war halt einfach, okay, ich bin Opfer und mir passiert da irgendwas. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Also das ist jetzt nichts, was wir uns raussuchen, sondern das ist etwas, so wie wir normalerweise auch aufwachsen. Das Gefühl von Ohnmacht, ich kann nichts dran ändern, ist außerhalb dessen, was ich bestimmen oder entscheiden kann. Es passiert mir einfach. Der nächste Schritt wäre ja dann, den wir meistens auch alle schon gegangen sind, dieses könnte es auch was mit mir zu tun haben. Und zwar nicht im Sinne von einer Selbstanklage. Also nicht in, ja, das passiert mir weil ich keinen Wert habe, weil ich ungenügend bin, weil mit mir was nicht stimmt, weil ich defekt bin, weil ich zu schwach bin, weil ich zu irgendwas bin. Das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich eine ruhige Frage, könnte es etwas mit mir zu tun haben, diese immer wiederkehrenden Situationen, diese Muster, diese immer wieder gleichen Situationen. Und da kommen wir dann auch eben auch wieder auf die Vergangenheit zu sagen, okay, was habe ich denn früher in diese Richtung erlebt? Und wenn es natürlich früher, wenn wir gewöhnt sind, mit einem sehr dominanten Menschen vielleicht zusammenzuleben und wir überhaupt nicht gewöhnt sind, dass unsere Meinung gehört wird und im Gegenteil, dass es ganz schlimme Folgen auch manchmal hatte, dass wir dann natürlich da Schlussfolgerungen daraus ziehen und bestimmte Muster entwickeln und Persönlichkeitstraits, also Persönlichkeitsmerkmale als Strategie, um darauf zu reagieren, auf diese sehr gefährliche oder sehr, sehr stressige Situation in unserer Kindheit, für die wir nichts konnten. Dass wir dann natürlich als Erwachsene entsprechend ähnlich reagieren und auch mit ähnlichen Strukturen, uns ähnliche Strukturen auch raussuchen, weil die sich vertraut anfühlen.
paradoxerweise. Ist ganz normal. Also es gibt ja diesen Spruch in der Psychotherapie, dass wir entweder unseren Mutter oder unseren Vater heiraten. Und ersetzt das Heiraten durch in Beziehung sein. Aber weil das vertraut ist und weil wir das kennen und weil das unser Vorbild ist für eine Ehe, für Mann sein, Frau sein. Deswegen neigen wir tatsächlich dazu, uns Partner zu suchen, die unseren Eltern ähneln. Im Guten wie im Schlechten. Und das zu erkennen, ist ein wichtiger Schritt. Also könnte das was mit mir zu tun haben, diese Sachen, die immer wieder gleich ablaufen. Ohne Schuldzuweisung, sondern eher aus einem Interesse heraus zu sagen, oh, ist das vielleicht nur ein Spiegel von dem, was in mir da ist? Oder wähle ich unbewusst eben bestimmte Situationen oder bestimmte Menschen oder bestimmte Arbeitssituationen? Weil das ist eine große, da ist eine große Kraft dahinter, da ist eine große Macht dahinter zu sagen, oh, an mir kann ich was ändern, an mir kann ich verstehen, an mir kann ich neu entscheiden und dann wähle ich auch anders aus. Also an den Menschen im Außen kann ich nichts machen, aber ich kann daran was machen, mit wem ich zusammen sein möchte oder was ich mir auch aussuche. Also was sich vertraut und gut anfühlt. Das Alte, was ich vorgelebt bekommen habe, was paradoxerweise sich vertraut und irgendwie sicher anfühlt, obwohl es das manchmal überhaupt nicht ist oder war. Oder werde ich neu, weil ich mich verändere. Also das ist für mich auch ein Zeichen, diese Frage, diese Fähigkeit zu der Frage, könnte es auch etwas mit mir zu tun haben oder könnte es oder was hat es vielleicht mit mir zu tun? Was für ein Muster ist da in mir, was für eine Vorerfahrung ist in mir, die tatsächlich immer wieder die gleichen Situationen hervorruft oder mich einfach gleiche Situationen auch unbewusst suchen lässt, weil die sich vertraut anfühlen, weil ich die kenne. Nicht, weil die gesund sind für mich, sondern weil die vertraut sind. Ein weiteres für mich Zeichen von der inneren Reife ist, dass wir irgendwann mal ein bisschen tiefer schauen, was Werte anbelangt. Also was Ziele im Leben anbelangt und was Werte anbelangt. Wir sind am Anfang sehr geprägt von unserer Umgebung und die Werte, die da halt einfach herrschen. Es gibt sehr unterschiedliche Werte in verschiedenen Kulturen. Bei uns ist es definitiv Erfolg. Bei uns ist es materieller Erfolg, also Wohlstand. Bei uns ist es erfolgreich sein, anerkannt sein, attraktiv sein, dynamisch sein, also Kraft haben, etwas bewegen. Ich glaube, das sind so bei uns im Westen relativ starke Werte. Und denen folgen wir, den versuchen wir wirklich eine ganze Zeit unseres Lebens zu folgen, weil das so normal ist. Ja, wir versuchen in der Schule irgendwie gut mitzukommen oder wir wehren uns dagegen, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche, es ist nur ein anderes Vorzeichen. Also dieser Versuch, in der Gesellschaft irgendwie klarzukommen. Und eben auch deren Werte. Es ist so selbstverständlich, dass wir erstmal diese Werte übernehmen. Eine Ausbildung machen, ein Studium machen und dann erfolgreich sein in dem, was wir tun, uns eine Karriere aufbauen, ein Familienleben aufbauen. Auch hier gibt es bestimmte Vorgaben, was ein erfolgreiches Privatleben, wie das auszusehen hat. Und den folgen wir ziemlich lange. Bis wir irgendwann mal, entweder durch einen Burnout oder durch eine Krise oder einfach durchs Alter, irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir sagen, was mache ich denn da eigentlich? Meistens durch eine Krankheit. Wir werden schwächer, wir werden gestresster, wir werden müder, es erschöpft uns, weil wir in die falsche Richtung gehen. Und dann kommt ja irgendwann mal die Frage, ist das alles oder war das alles? Und auch diese Erkenntnis, okay, jetzt bin ich Abteilungsleiterin oder Chefin, und komisch, ich bin immer noch nicht angekommen, es geht mir nicht besser, sondern eher schlechter. Komisch, ich dachte, dass wenn das erreicht ist oder die zwei Kinder, das Haus, die Ehe oder die Partnerschaft, die Beziehung, was auch immer da so die vorgelebten Werte sind oder vorgegebenen Werte besser gesagt, dann merken wir, dass es das tatsächlich gar nicht macht, dass es zeitweise sich schon gut anfühlt, aber dass dann sich das wieder einstellt, diese Suche, dieses Gefühl, nicht erfüllt zu sein. Und dann suchen wir entweder im Außen weiter, dass wir die Ziele höher stecken und denken, ah, okay, dann selbstständig werden und selber Firmenchefin sein oder noch ein Kind mehr oder ein anderer Partner, andere Partnerin oder wie auch immer. Merken aber, das ist so eine Möhre, die immer im gleichen Abstand vor uns hergezogen wird. Oder, das ist eben Punkt Reife, ist zu sagen, okay,
was will ich eigentlich ganz tief drin? Also möchte ich das wirklich, macht mich das glücklich oder sind das wirklich meine Werte, denen ich da folge, dieser Möhre? Und dann erstmal meistens diese sehr erschreckende Erkenntnis, ich habe keine Ahnung, was ich will, weil ich keine Ahnung mehr habe, wer ich bin, weil wir sehr weit von uns wegkommen dadurch. Aber dann auch diese Entscheidung zu sagen, ich mache mich mal auf die Suche nach dem, was ich möchte, ganz tief in mir drin. Und dann meistens die Erkenntnis, dass wir ganz andere, wirkliche, echte, eigene, tiefe Werte haben. Also was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Und da werden wir feststellen, das sind ganz andere Dinge. Das ist zum Beispiel Verbindung und Verbundenheit, also mich verbunden, wissen, fühlen, eingebunden sein. Inspiration, Liebe, Vertrauen, Entfaltung, wachsen, größer werden, leuchten. Das sind ganz andere Dinge, ganz andere Werte. Dann, dass wir uns besser selber kennenlernen. Das gehört auch für mich zur Reife dazu. Dass wir uns besser kennenlernen, dass wir auch merken, dass wir oft sehr unaufrichtig zu uns selber sind, weil wir es einfach auch nicht wissen. Also wir schwindeln uns selber immer ganz gerne an bei vielen Dingen. Wir machen uns besser und wir finden Begründungen für irgendwelche Entscheidungen, die wir getroffen haben oder nicht getroffen haben. Wir suchen uns schon, also wir versuchen unser Selbstbild etwas besser zu machen oder besser zu machen, als es ist. Und das ist für mich auch ein Zeichen von Reife, festzustellen, dass wenn ich ganz ehrlich bin, ich das gemacht habe, weil ich Angst hatte oder weil ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Also nicht so diese hehren Begründungen, die ich mir vielleicht mir und anderen einfach erzähle, sondern ein bisschen mehr Aufrichtigkeit mir selber gegenüber. Mir hat da EFT sehr geholfen. Dieses also, wenn ich ganz ehrlich bin, dann. Es hat mir sehr geholfen, mir gegenüber aufrichtiger zu werden, also wirklich mir auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich habe das gemacht, weil ich schlecht gelaunt bin und nicht, weil der andere irgendwas Doofes gemacht hat, sondern weil ich frustriert bin, weil ich deprimiert bin, weil ich Magenschmerzen habe und deswegen um mich beiße. Also diese Erkenntnis zu sagen, was ist denn wirklich auf dem Boden, wenn ich ganz ehrlich bin. Mich selber besser kennenzulernen, meine eigene innere Landschaft besser kennenzulernen. Und erstmal zu mir aufrichtiger zu sein und dann aber natürlich auch anderen gegenüber. Und ich glaube, auch das ist ein Zeichen von Reife, dass wir etwas aufrichtiger sein können oder es lernen oder es möchten, anderen gegenüber, uns und anderen gegenüber. Ein bisschen ehrlicher kommunizieren, uns ein bisschen weniger schöner machen oder erfolgreicher machen, als wir sind und ein bisschen verletzlicher sein, ein bisschen mehr sagen, ja, ich wirke manchmal sehr arrogant, weil ich unsicher bin. Und damit einfach auch anderen den Wind aus den Segeln zu nehmen und eben nicht auf dieser Ebene, du bist arrogant, nein, stimmt doch gar nicht, so zu sein, sondern wirklich zu sagen, stimmt das? Ja, das stimmt, weil ich unsicher bin, wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich in neue Gruppen reinkomme. Und das ermöglicht tatsächlich ein Miteinander sprechen. Also das ermöglicht dem anderen oder der anderen auch wirklich zu sagen, oh, das kenne ich. Oh, oder ich verstehe dich ein bisschen besser. Okay, an der Außenseite ist es Arroganz und Überheblichkeit oder Kälte. Ah, und innen ist es tatsächlich Angst und Unsicherheit. Ja, da kann ich andocken, das kann ich gut verstehen, das sehe ich, da sehe ich dich. Also ein bisschen aufrichtiger zu werden, uns und anderen gegenüber, auch in der Kommunikation. Und der letzte Punkt, woran ich glaube, dass wir bei uns selber merken können, dass wir uns entwickeln, ist etwas mehr Mitgefühl mit anderen zu entwickeln. Also festzustellen, dass wir selber die Welt mega verzerrt wahrnehmen, dass das unsere Wahrnehmung ist, dass wir wirklich das durch unsere gefärbten Fenstergläser, wo alles Mögliche draufsteht, wahrnehmen. Also dass wir die Welt nicht so wahrnehmen, wie die Welt ist, sondern wie wir sind. Und dass das anderen aber auch so geht. Also diese Erkenntnis, dass unsere Meinung erstens sehr unsere Meinung ist und nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen und da kommen wir auch gleich noch zum Erwachen, was das Spirituelle anbelangt, weil das ist das Hauptkennzeichen von einem spirituellen Erwachen, ist festzustellen, dass das, was ich denke, nicht der Wahrheit entspricht, sondern einfach meine Version ist und ein gewisser Abstand entsteht zwischen mir und dem Inhalt meiner Gedanken und meiner Meinung. Und wenn das passiert, dann stellen wir erstens fest, okay, das ist meine Wahrnehmung, meine Sichtweise davon, die mega verzerrt ist, mega interpretiert und oft falsch. Schlicht und einfach.
das aber anderen genauso zuzugestehen und zu sagen, okay, die nehmen das halt durch ihre Brillengläser wahr, durch ihre Vergangenheit, durch ihre Erfahrung, durch ihre Kindheit, durch ihre Persönlichkeitsmerkmale. Ah, okay. Und dann auch zu sagen, wahrscheinlich haben die das gleiche Recht drauf, sozusagen das so zu sehen. Und wir haben beide wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Recht und Unrecht. Und dadurch eben aber auch mehr Mitgefühl und Verständnis für andere zu entwickeln. Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Interesse, ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Verständnis. Also mehr die Haltung, okay, ich sehe das so, aber erzähl mir doch von deiner Sichtweise. Erzähl mir doch, warum du das auf eine andere Art siehst. Warum siehst du das anders? Das ist spannend, das interessiert mich. Aus einer eigenen, größeren, inneren Sicherheit heraus. Aber eben aus dem Wissen auch heraus, das ist nicht die Wahrheit, die ich gepachtet habe, sondern das ist meine Version davon und ich darf davon überzeugt sein, gar kein Problem. Aber eben auch zu wissen, okay, und andere nehmen das halt durch ihre Brillengläser und Fensterscheiben wahr und vielleicht haben die auch einen Punkt. Und wo haben denn die anderen vielleicht ein interessantes Argument, wo ich sage, das ist interessant. Okay, da denke ich mal drüber nach. Also nicht mehr dieses richtig-falsch, ich habe recht, du hast Unrecht, dieses Schwarz-Weiß, sondern mehr ein Verständnis dafür, dass das alles ziemlich komplex ist und dass wir mega komplex sind und dass wir das eben, wir können eben nichts wirklich so wahrnehmen, wie es ist, sondern es muss immer durch ein menschliches Nervensystem durch. Es wird immer bewertet, weggefiltert, verzerrt, verstärkt, gefärbt, interpretiert und so weiter. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis ist sehr hilfreich. Und das ist eben das, was Eckhart Tolle zum Beispiel auch letztens in einem Video sagte, als Kennzeichen von Erwachen, was Spirituelles anbelangt. Was ist dann Kennzeichen von Erwachen? Erwachen in seiner Sichtweise ist tatsächlich dieses Erkennen, dass ich nicht der Inhalt meiner Gedanken bin und dass das vielleicht auch gar nicht so richtig stimmt, was ich da so vor mich hin denke die ganze Zeit. Und dass das eben sehr aus meiner Vergangenheit resultiert und dass das einfach eine sehr verzerrte Wahrnehmung vom Ganzen ist und eben auch nur eine Wahrnehmung. Und das ist eben dieser immer größere Abstand zu dem Inhalt unserer Gedanken, zum Inhalt auch zu unseren Emotionen auf gewisse Art und Weise. Ich hatte da ja auch einen Podcast darüber, dass eine Emotion ja oft dann kommt, wenn ich irgendwas denke, dann sind da halt Gefühle dran, Emotionen dran und dass die natürlich dann genauso relativ sind. Ich kann mich fürchterlich in irgendeine Wut reindenken, irgendjemandem gegenüber, weil ich glaube, jemand hat mich ignoriert, auf der Straße nicht gegrüßt und so weiter. Und ich kann eine Riesengeschichte machen und ich werde wirklich wütend, real. Nur die Frage ist, sind die Gefühle dann auch wirklich, stimmen die? Also im Sinne von, sind die wirklich der Wahrheit angemessen oder spiegeln die halt meinen inneren Zustand wider? Und dann stelle ich fest, wenn ich mich mit der Person dann, wenn ich dann nachfrage, dass die Person die Brille vergessen hat und mich einfach nicht gesehen hat. Also wirklich ein bisschen mehr Abstand zu uns selber zu gewinnen und wirklich zu merken, okay, vieles hier ist Maya tatsächlich, also Illusion. Vieles sind gefärbte Fenstergläser und wenn ich das Fenster mal aufmache, merke ich, okay, das ist ganz anders, die Realität ist ganz anders. Also eine direkte Wahrnehmung, so gut wir irgendwie können als Menschen, der Realität. Und Byron Katie sagt, dass die Realität meistens sehr viel freundlicher ist als das, was wir aus ihr machen. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich definitiv selber, eine Erfahrung, die ich immer und immer wieder mache. Okay, dann, ich hoffe, es hat euch geholfen, stolz auf das zu sein, dass ihr sagt, boah, ich bin schon wirklich richtig weit gekommen. Wenn ihr wirklich bei jedem dieser Punkte sagt, ja, das kenne ich, dann seid ihr wirklich schon, wir sind nie fertig und wir laufen alle. Und Ram Dass hat gesagt, we are just walking each other home, also wir begleiten uns nur gegenseitig nach Hause, was ich sehr schön finde. Und wenn wir das, glaube ich, aus diesem Geist heraus sehen, dann dürfen wir stolz auf das sein, die vielen, vielen Schritte, die ihr schon gegangen seid, von da, wo ihr hingestellt worden seid, bis hier, wo ihr jetzt seid. Riesig viele Schritte, mega viele Schritte. Und ich glaube, es macht uns auch Hoffnung, eben zu sagen, okay, es ist die richtige Richtung, es fühlt sich gesünder und besser an und man freundlicher und liebevoller und verständnisvoller für anderen, auch für uns selber vor allem. Und es geht mehr in Selbstfreundlichkeit, mehr in die Richtung Selbstfreundlichkeit. Und ich glaube, dann tun wir auch ganz, ganz viel fürs Gesamte. Je mehr Menschen sich selber mögen und sagen, okay, ich bin groß und du bist groß, desto friedvoller und kooperativer und inspirierter ist das Zusammenleben als Menschheit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis nächste Woche.